Wie blickst du in das Jahr 2023? Positiv. Warum? Weil erstaunlich ist, was Innovation immer wieder zusammenbringt. Und gerade jetzt noch gedrungen durch verschiedene Einflüsse, die wir täglich lesen, entsteht ein derartiger Druck, um richtige Innovation nachhaltig voranzutreiben. Und das freut mich. Ja, es war das vergangene Jahr, muss man jetzt schon fast sagen, ein sehr spannendes. Aber gerade durch die Veränderungen, die wir heuer gesehen haben, Ukraine, Krieg etc. und durch das, was in der Energiewirtschaft, sage ich mal, abgegangen ist, glaube ich, ist das neue Jahr nicht minder spannend. Ich sage nur Inflation, weil das, was sich auf dem Baumarkt, sozusagen Immobilienmarkt in Wirklichkeit bewegt hat, ist etwas, was wir sehr genau beobachten. Was für uns aber als Versicherer, der in dem Bereich noch, ich sage jetzt einmal, ein relativ kleiner Player ist, umso spannender ist, weil ich denke, dass wir mit unseren Ideen hoffentlich dann 2023 auch noch erfolgreicher sind wie 2022. Wir sind jetzt mit der aktuellen Version von Ethicard rausgekommen, die einerseits oberflächenmäßig sehr erneuert wurde. Das heißt, es ist sehr freundlicher geworden, die Oberfläche. Es wurde einfach das Bild verbessert, gerade für den Anwender, dass er einfach viel mehr Spaß beim Arbeiten hat. Es sind einige neue Funktionen wieder dazugekommen, die gerade bei der Anwendung der Software einen Vorteil für den Anwender bringt. Also wir freuen uns schon alle drauf, diese neue Version an den Markt oder an den Mann zu bringen und hoffen auch, dass mit unserem Namen Ethicard auch wir den Markt noch stärker betreuen können, noch stärker bedienen können. 2023 ist wirklich mit einer dichten Gewitterwolke quasi besät. Aber wir sehen schon, auch natürlich die Energiepreise sind 2022 enorm gestiegen. Sehen aber jetzt natürlich, dass die Gaspreise wieder enorm gefallen sind und dass es zu einer leichten Entspannung vielleicht kommt, aber natürlich die Energiepreise werden auch auf einem sehr hohen Level sein. Das betrifft uns als Richter natürlich und Betreiber von Ladeinfrastruktur schon sehr stark, aber wir sehen, dass wir eben genau durch großen Einkauf von sehr vielen Strommengen genau diese Wettbewerbsvorteile auch unseren Kunden und unseren Abonnehmern in der Wohnungswirtschaft weitergeben können. Aber es wird spannend, die ESG Kriterien werden immer strikter, selbst auch Wohnungsunternehmen beschäftigen sich auch immer mehr mit dem Thema und deswegen denken wir, dass grundsätzlich eine positive Marktentwicklung auch für unser Unternehmen gegeben ist. Grundsätzlich optimistisch, selbstverständlich, aber natürlich auch sehr, sehr neugierig, denn es ist ganz klar, es geht nicht so weiter, wie es vielleicht die letzten Jahre in unserer Industrie vorangegangen ist. Das heißt, wir haben viele Veränderungen, die wir erwarten. Natürlich das große Thema Inflation, aber auch das Riesenthema Zinserhöhungen und die große Frage, wie wird sich das auf die Bepreisung von Immobilien auswirken. Das heißt, optimistisch, weil wir, glaube ich, gut aufgestellt sind, aber natürlich auch sehr neugierig. Und ich denke, es werden auch einige Herausforderungen auf uns zukommen. Also es werden sicher stürmischere Zeiten, als wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Natürlich verstehe ich erstmal, dass Fragen in die Zukunft immer spannender werden, vor allem auch mit den jüngsten Krisen, die wir beobachten müssen, leider. Was wir natürlich sehen ist, ohne das jetzt in einen falschen Kontext bringen zu wollen, was wir natürlich sehen ist, dass es eine irrsinnige Chance ist auch für die Energiebranche in der Europäischen Union, gesamt gesehen jetzt, nicht nur für Österreich. Man kann das als Sprungbrett nutzen. Wir sehen das auch jetzt im Rahmen dieser Konferenz, wo es eigentlich hauptsächlich um Gebäudetechnik geht. Das wird immer mehr zum Thema. Wir haben es im Faktencheck genauso gesehen. Photovoltaik wird immer mehr zum Thema. Alle anderen auch, Solar und all dieses Equipment, das da mit herkommt. Und Cellcube natürlich ein integraler Bestandteil für diese Lösungen. Wir sind sehr froh, dass wir die beginnende Marktbeeinträchtigungen, den Rückgang des Bauvolumens ganz gut über die Bühne gekriegt haben. Wir merken seit dem Sommer, dass die Bauwirtschaft zurückgeht, dass es weniger Neuprojekte kommen. Wir haben durch Optimierungen es geschafft, dass wir unsere Planwerte alle erreichen werden im heurigen Jahr. Und wir erwarten jedoch, dass das Jahr 2023 schlechter werden wird, weil erstens
die jetzt laufenden Projekte langsam abgeschlossen werden, weil zweitens die Materialrohstoffbeschaffung weiterhin schwierig sein wird und weil drittens viele Bauträger die neuen Projekte nicht starten, nicht wissen, weil man nicht weiß, ob diese Preise am Markt noch darstellbar sind beim Verkauf von den Immobilien. Ja, das Jahr 2023 wird, glaube ich, ein Jahr sein der Realisationen. Wir haben jetzt vieles geredet, viel zuerst einmal global geredet und so, das könnte man machen. Wir sind jetzt in den Status, dass wir sagen, okay, da gibt es wirklich was, wo man jetzt konkret mit den entsprechenden Führungsetagen dran ist. Und im nächsten Jahr werden wir heute halt die ersten Anlagen wirklich Sache machen und unseren Beitrag liefern. Sehr positiv, weil ich habe was Neues begonnen. Das nimmt jetzt wirklich Formen an. Das macht einen Riesenspaß. Und aus den Gesprächen, die ich gerade so in den letzten 5, 6 Monaten führe, ich merke einfach eine riesen Aufbruchstimmung. Nicht nur in der Bau- und Immobilienwirtschaft, sondern generell auch in der Industrie, im Handel und in den damit verbundenen Bereichen, wo Immobilien eine Rolle spielen. Und die Leute wollen was bewegen, die wollen nicht mehr warten. Da ist eher das Kerngeschäft, was ihnen derzeit noch so ein bisschen die Daumenschrauben anlegt. Und das stimmt mich unheimlich zuversichtlich.